Kann ein Sim die Kunst beherrschen, auf eine ganze Herde Kleinkinder aufzupassen und ihnen all die Aufmerksamkeit, Pflege und Liebe zu schenken, die sie benötigen? Wenn ihr ein Szenario zum Spielen auswählt, habt ihr die Möglichkeit, eine neue Familie zu erstellen und sie in dem zuletzt gespielten Spielstand zu platzieren. Oder ihr könnt eine vorhandene Familie nehmen oder einen neuen Haushalt in einem komplett neuen Spielstand erstellen. Wir testen heute das Szenario zu viele Kleinkinder. Wir müssen mindestens einen Sim erstellen, der ein junger Erwachsener oder älter ist und mindestens 3 Kleinkinder. Je nach Schwierigkeitsgrad könnt ihr es euch mit den Merkmalen der Kleinkinder einfacher oder schwieriger machen. Heikle Kinder sind zum Beispiel häufiger trotzig, während unabhängige Kinder von Anfang an das Töpfchen alleine benutzen können und so weiter. Familie erstellen? Check. Ich habe mich für eine junge Familie mit Drillingen entschieden. Die Mutter ist Hausfrau und der Vater berufstätig. Die Familie habe ich in mein Basegame Family Haus ziehen lassen, was ihr übrigens auch als kommentiertes Speedbild hier auf diesem Kanal findet. Unser Ziel ist es, in 4 Kleinkinderfähigkeiten Level 3 zu erreichen, bevor sie Geburtstag haben. Mein Glück war, dass der Papa erst am Montag anfangen musste zu arbeiten. Also hatte ich 2 erwachsene Sims, die sich um die Kleinkinder kümmern konnten. Aber natürlich fing es bei mir mal wieder mit einem Küchenbrand an. Der Papa war einfach kein guter Koch. Er war zu Beginn des Szenarios schon vollkommen resigniert, sodass er sein Schicksal akzeptiert hätte, wenn seine Frau das Feuer nicht gelöscht hätte. Komm schon, so schlimm sind Drillinge nun auch wieder nicht. Und ich habe keine Ahnung, was hier mit den Feuerwehrleuten abgeht. Ich glaube, die haben versehentlich Stripper geschickt. Dann ging es weiter mit dem Töpfchenunterricht. Die Fähigkeit hat zwar nur 3 statt 5 Level, aber irgendwie fällt mir das immer am schwersten, da dafür Erwachsene benötigt werden. Alle anderen Fähigkeiten können die lieben Kleinen nämlich auch alleine lernen. Mit der Hilfe von Erwachsenen geht es zwar schneller, ist aber nicht erforderlich. Das Leveln der Kleinkinder ist eigentlich ganz einfach. Für die Bewegungsfähigkeit habe ich die Kleinen mit den Bauklötzen spielen lassen. Für die Fantasiefähigkeit war das Puppenhaus und für die Denk- und Kommunikationsfähigkeit der Bär. Mit dem kann man nämlich brabbeln und somit das Sprechen lernen. Fragt mich nicht wieso. Und sich wundern, was das ist. Damit upgradet sich der kindliche Denkprozessor. Hin und wieder habe ich auch die Eltern mit den Kindern üben lassen, aber im Groben und Ganzen können die Kinder das alles wunderbar alleine. Bis auf die Töpfchenfähigkeit. Um die Stinkys stubenrein zu bekommen, musste ich immer enorm darauf aufpassen, dass sie nicht in den roten Bereich kamen, weil sie sonst einfach unwiderruflich die Windel benutzen würden. Zwar konnte ich sie dann trotzdem noch auf das Töpfchen setzen, aber das war nicht so effektiv, wie es das mit einer vollen Blase wäre. Zum Glück gibt es die Möglichkeit, die Kinder beim Geschäft der Geschwister zusehen zu lassen, denn so lernen sie auch dazu. Praktisch. Wartet. Wie wäre es mit einer Community-Herausforderung? Wenn ihr es schafft, insgesamt 500 Likes dazulassen, lade ich diese Familie in der Galerie hoch, damit auch ihr mit ihr spielen könnt, wenn ihr mögt. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches Szenario ich als nächstes für euch testen soll oder welches ihr am liebsten mögt. Daumen ist oben. Großartig, danke dir. Dann geht's jetzt weiter. Viel Spaß. Aber natürlich habe ich nicht nur wie eine Irre die Sims leveln lassen, wie ich leider manchmal in mein Let's Play rein dazu neige. Nein, ich habe mich beispielsweise auch um die romantische Beziehung zwischen den Eltern gekümmert. Die waren zwar eher gestresst von der Gesamtsituation, aber bei einem gemeinsamen Filmeabend konnten sie dann doch etwas zur Ruhe kommen und sich unterhalten. Und so ging der erste Tag zu Ende. Am nächsten Morgen habe ich feststellen müssen, dass ich mal wieder vergessen habe, das Essen vom Vortag in den Kühlschrank zu stellen. Also musste Papa wieder ran, in der Hoffnung, dass er nicht erneut die halbe Küche abfackelt, während Mama unter die Dusche gesprungen ist. Immerhin schliefen die Kleinen noch. Aber nicht mehr lange, denn der Hunger machte sich bemerkbar. Unser Söhnchen stand der Sinn nach Hotdogs zum Frühstück und ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo die hergekommen sind. Die standen auf einmal auf dem Wohnzimmertisch. Hä? Schienen aber zu schmecken. Papa hatte vor lauter Hunger das Kochen aufgegeben, doch es half nichts. Mama kümmerte sich um die Müllentsorgung, Söhnchen ging auf Wanderschaft und ich stellte das Essen kalt, damit es sich wieder verdirbt. Und dann war wieder Spiel- und Lernzeit unter Aufsicht von Mama. Nach der Kochquälerei von Papa gesellte auch er sich dazu und bemerkte die Fortschritte seines Nachwuchses. Es ist schön, die Familie so zusammenzusehen. Es gab aber auch Quality Time zwischen Eltern und Kind, wie hier bei Vater und Sohn. Der Kleine freute sich sehr über seine Papa-Zeit. Und natürlich gab es auch wieder Töpfchentraining. Über die Zeit hatte ich diese Familie richtig lieb gewonnen. Dann war Zeit für das Abendessen und den Abwasch. Auch wenn die Männer der Familie die Essensglocke wohl nicht läuten hörten. Danach ging es für die Kleinen ins Bett und Mama und Papa hatten Zeit für ihre eigenen Bedürfnisse und den Haushalt. Langsam kehrte Ruhe im Haus ein, bis Papa um 2 Uhr nachts merkte, dass seine Blase drückt und seine Rasur längst überfällig war. Mit 3 kleinen Kindern kann sowas tagsüber schon mal auf der Strecke bleiben. Durch das frühe Aufstehen konnte er so immerhin das Frühstück für den nächsten Tag vorbereiten. Das lief aber wie immer alles andere als gut. Dann war es auch an der Zeit für Mama und die Kinder zum Aufstehen, denn heute war
Badetag. Papa bespaßte die kleinen Racker und Mama pflückte sich ein Kind nach dem anderen, um es durch die Badewanne zu jagen. Zwischendurch gab es auch noch das allmorgendliche Gruppenpinkeln und der tägliche Spiel- und Lernwahnsinn. Die drei sind halt auch einfach unglaublich niedlich. Abends gab es dann noch was zum Essen und dann war wieder Schlafenszeit. Das hat unser Töchterchen wohl aber noch nicht mitbekommen. Am vierten Tag hatte ich den Haushalt sträflich vernachlässigt. Hier sah es ja aus wie bei den Schlümpels. Papa musste heute zur Arbeit, also war Mama diejenige, die zum Wischmopp greifen musste. Die Kinder waren aber artig, sodass Mama in Ruhe durch den Haushalt wirbeln konnte. Sogar fürs Lernen fand sie noch Zeit. Sie hatte also alles voll im Griff. Und dann war es soweit. Das Szenario war abgeschlossen und jedes meiner fünf Haushaltsmitglieder hatte zur Belohnung 5000 Punkte bekommen. Das ist schon nicht wenig und kann gut in deren Zukunft investiert werden. Zum Beispiel in das Merkmal fruchtbar, was dafür sorgt, dass alle künftigen Schwangerschaften mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Mehrlinge spawnen lassen. Oder das Merkmal selten müde, was hält, was es verspricht. Oder einen Geldbaum, um finanziell unabhängiger zu sein. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Punkte gut anzulegen und sind eine faire Belohnung für dieses Szenario. Und mal ganz ehrlich, ich bin noch nie so einfach an 5 Geldbäume gekommen. Einfach 40.000 Simoleon pro Ernte. Geldsorgen hat die Familie sicher nicht mehr so schnell. Habt ihr eigentlich schon mal mit dem Geldbaum gespielt? Kommen wir zum Fazit. Dieses Szenario bekommt von mir die Schwierigkeit 2 von 5 Plumbobs. Ich fand es halt relativ einfach, weil ich auch nur die Hälfte der Alterungsstufe gebraucht habe, also 4 Tage. Ich habe mich aber auch sehr auf die Fähigkeiten von den Kindern konzentriert und halt nicht groß nebenbei noch was anderes gemacht, außer halt mich um die Bedürfnisse gekümmert. Um das Ganze ein bisschen schwieriger zu machen, könnte man das mit einer alleinerziehenden Person machen und halt alle Kinder auf heikel machen oder so. Zudem könnte man auch überlegen, ob man eventuell mit weniger Starterbudget startet oder sogar mit einer komplett leeren Haushaltskasse. Der Spielspaß bekommt von mir 3 von 5 Plumbobs. Durch dieses Szenario konzentriert man sich halt mehr auf das Family-Gameplay und das liebe ich einfach, weil manchmal geht das bei den Kleinkindern auch so ein bisschen unter, weil die halt nicht so viele Interaktionsmöglichkeiten haben. Aber das setzt einfach nochmal diesen Fokus auf die Familie zurück und das liebe ich sehr. Man muss halt aufpassen, dass man nicht die ganze Zeit stumm versucht, irgendwie die Fähigkeiten hochzuleveln, weil dann kann das den Spielspaß, glaube ich, auch ein bisschen kaputt machen. Mein Tipp am Ende ist, versucht alle Fähigkeiten auf mindestens Stufe 3 zu bekommen bei den Kleinkindern, weil dann bekommt ihr nämlich das Bonusmerkmal glückliches Kleinkind. Damit leveln eure Fähigkeiten grundsätzlich schneller und zwar ihr Leben lang. Wenn ihr alles voll bekommt auf 5 oder 3 bei Töpfchen, bekommt ihr sogar musterhaftes Kleinkind und dann geht das nochmal besser. Also eure Sims haben halt das ganze Leben was davon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das gefallen hat, dieses Format. Dann kann ich nämlich bald ein Video mit dem nächsten Szenario machen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye!